diesem Video möchte ich zeigen, wie man die Vorlage Vokabular strukturieren im Raster 4x4, das man auf der RealVista Webseite unter Rundum Service im Bereich Schatzkiste und auch auf der DOK-Kiste Website von Nina Fröhlich im Bereich Themen, Vokabularauswahl und Strukturierung findet, einfach mit Inhalten befüllen kann. Ich möchte nun beispielhaft zeigen, wie ich unter dem Thema 1 die entsprechenden drei schon vorhandenen Unterseiten, nämlich Thema 1.1, ich auf Weiter gehe, eine entsprechende weitere Unterseite und auch eine dritte Unterseite, wo ich dann ein Feld Start habe, wo ich zu meiner Startseite zurückgehen kann, wie ich nun also das Thema 1 entsprechend die leeren Felder mit Inhalt befüllen kann. Um das Thema 1 nun mit Inhalt zu befüllen, wechsle ich in den Bearbeitungsmodus über das Zahnrad mit Stift oben rechts und wähle nun als erstes das Thema 1 Feld aus. Hier möchte ich jetzt Aktivitäten hinterlegen, gebe das entsprechend ein. Mache jetzt einen Doppelklick auf das Feld, um zur ersten Unterseite zu gelangen. Wähle dann das erste leere Feld aus und gebe jetzt hier entsprechend Aktivitäten ein. Und wenn ich nun alle meine Aktivitäten schon eingegeben habe, gehe ich oben rechts auf Fertig und habe nun hier entsprechend das Thema 1 mit Aktivitäten befüllt, eine ganze Seite schon mit entsprechenden Verben, die alle sprechen und direkt auf die Startseite wieder zurückführen. Schauen. Kann ich nur auf Aktivitäten gehen und genauso auch auf der zweiten Seite meine Aktivitäten auswählen. Musik hören.